Moin Leute, was geht? Mein Name ist JudoGamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu Grand Theft Auto 5 in First Person heute. Oh Scheiße. Ja, ich hoffe, der Bauer hat es nicht gesehen. Oh, rennt weg. Und zwar heute in First Person. Ich will euch heute mal diese unglaublichen Tiere zeigen, die es gibt. Und zwar Schweine. Boah, es rennt ja auch noch weg, Mann. Das gibt's doch gar nicht. Hau doch ab, solange du nicht die Bullen rufst. Jo, hier haben wir die verschiedenen Kühe. Das ist ja noch alles harmlos. Geh mal weg. Mal gucken, ob wir die auch so umnocken können. Wie den Bauer mit dem Karatschlag. Aber ich glaube, die Kühe halten ein bisschen mehr aus. Ja. Guck mal, die Schweine. Guck mal, wie wild die sind. Bitte schön, Schweine, haut ab. Ich helfe euch zur Flucht. So, einfach mit einem kleinen Karateschlag den Zaun wegmachen. Da können wir die Tiere noch mal sehen in ihrer, ja, wie nennt man das, in ihrem Sohle Schlammbad. Ich glaube, das ist das Muttertier oder so. Da kriegt man doch gerade Hunger auf ein Schnitzel mit Pommes und Mayo und Ketchup. Mal gucken, ob die auch quieken. Also ich würde mal sagen. Oh, Kacke, Alter, die lebt noch. So. Dazu muss ich noch sagen, das sind alles animierte Tiere und keine echten Tiere. Nicht, dass jetzt ein Tierfreund kommt und sagt, oh, du Tierquäler, nicht gut. So, jetzt zünden wir mal den Bauer noch. Der hat Geld am Start und eine Knarre. Was hat denn der? Was hat denn der für eine? Ach, der hat eine Pistole, da müsst ihr aufpassen. Weil die Bauern, die verteidigen natürlich eigentlich auch ihr. Ich würde mal sagen, Hab und Gut. Ihre Schweinchen und ihre Kühe. Boah. Aber, ja. Der hat natürlich keine Chance. Gegen den Call of Duty Spieler. Boah, das quiekten da jetzt schon wieder. So, die Polizei ist auch schon im Anmarsch. Jetzt würde ich mal sagen, jetzt ist es wirklich Zeit abzuhauen in meinen Helikopter und vom Bauernhof zu verschwinden. Weil das wird ein bisschen brenzlig, weil auf der Next-Gen-Konsole ist nun mal ein kleiner Nachteil. Und zwar, dass man halt schneller sterben tut als auf der PS3-Fassung. Das Geile an diesem Helikopter ist natürlich auch, dass man Rakete hat, mit dem man was anvisieren kann. Das Ziel wird dann automatisch anvisiert. Ich weiß nicht, ob das bei der PS3 auch so war. Man kann also wechseln zwischen Rakete ungelenkt, Maschinengewehr und Rakete gelenkt. Somit ist es eigentlich richtig einfach, irgendwas zu treffen. Oh. Ja, da haben wir ein gutes Vorführeffekt. Einen guten Vorführeffekt. Achtung! Warte. Wo ist er hin? Er ist abgestürzt. Glaube ich. Naja, keine Ahnung, wo der jetzt hin ist. Ist ja eigentlich auch egal. Haut auf jeden Fall rein, ich werde jetzt mal noch in der Nähe vom Leuchtturm landen. Ist auch eine wunderbare Kulisse. Ich glaube, da gibt es auch. Ich weiß nicht, ob es da Orcas gibt, ganz viele. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Wir machen das jetzt einfach mal. Achtung. Und springen mal hier. Wir haben es sogar überlebt.
Oh Gott, ich dachte gerade, das ist ein Orca oder so. Aber es ist ja nur mein Helikopter. Ich tauche mal gerade nochmal ab. Schauen uns um. Aber es wäre doch besser, wenn ich ein Ding habe, ein Tauch-U-Boot. Das Kraken-U-Boot oder so. Jo, ich sage auf jeden Fall ciao. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 4. Ciao.